Ja, hi, auch von mir zu dieser Session herzlich willkommen. Heute soll es um Accessibility gehen in diesen 5 Minuten. Ich würde gerne vorstellen, OL Describe Map, eine Bibliothek, die ich unter anderem mitentwickelt habe und die ich gerne, ja, zu der ich Feedback brauche. Ja, ich will ganz kurz die Ausgangslage beschreiben, dann diese Bibliothek vorstellen, ein paar Beispiele zeigen und ein Fazit geben. Ja, das wollte ich eigentlich so 15 Sekunden stehen lassen, aber letztlich ist es nur repräsentativ für viele Webportale, die irgendwie da sind. Ich habe auch ganz viel verfremdet. Ich habe das nicht selber gemacht. Es ist halt eine bunte Karte, zufällig ausgewähltes WebGIS, wie man vielleicht es nennen könnte. Und es ist sehr bunt, sehr schön und auch sehr vielfältig. Man kann viele Sachen damit machen, interagieren. Kartenanwendungen sind eigentlich heutzutage, glaube ich, oftmals visuelle Hingucker und voller Funktionalitäten, aber vielleicht nicht besonders barrierearm. Vielleicht kann man da noch was machen. Ich glaube, dass bei WebGIS der Kernaspekt halt auch eigentlich in der Visualisierung und Interaktion steckt und dass dann quasi gewisse Barrieren eigentlich schon ja mit inhärent drin sind, sodass man eigentlich da, das eigentlich kein direktes Ziel ist von solchen WebGIS-Applikationen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als wir auf dem Firmenretreat zusammen mit Mundialis waren für eine Woche, war, kann man in einer Woche irgendwas entwickeln, was generisch auf so einer Open-Layers-Karte vielleicht arbeitet und die Situation, was Accessibility angeht, etwas verbessern kann. Und daraufhin haben wir OL Describe Map entwickelt. Das ist eine Mini-Bibliothek, die auf Open-Layers aufsetzt und letztlich zu einer Kartendarstellung, die im Web dargestellt wird, also von Open-Layers gerendert wird, eine textuelle Beschreibung erzeugt. Dabei werden der View, also was sehe ich gerade, also auf welchen geografischen Ort schaue ich gerade, und auch die Layer, also welche Ebenen sind denn überhaupt da drin genommen. Gleichzeitig wird diese textuelle Beschreibung eben nicht nur erzeugt, sondern sie wird auch in einem sogenannten ARIA-Attribut im HTML direkt angegeben. Und dieses wird von vielen Screenreadern beispielsweise ausgewertet, um dann halt eine textuelle Beschreibung demjenigen User anzubieten, der halt eben mit der visuellen Repräsentation der Karte nicht richtig was anfangen kann. Das Ganze ist natürlich bei GitHub und in dem Fall hier auch bei npm.js. Es ist noch sehr jung. Wie gesagt, ungefähr eine Woche Arbeit ist da drin, also on and off. Man kann es erweitern und auch gut konfigurieren. Wem Barrierearmut egal ist, den interessiert vielleicht Search Engine Optimization. Denn auch das ist natürlich ein Nebeneffekt. Wenn mehr Text zu einer Karte, zu einem Bild da ist, ist es vielleicht für Suchmaschinen auch einfacher, den Inhalt einer Web-Applikation besser einzusortieren. Im Grunde ist hier dargestellt, wie man es macht. Es ist eigentlich 5 Zeilen Kommentar und 2 Zeilen Code. Man muss das importieren, diese Describe-Funktion von diesem Paket. So sieht das aus in Node.js. Wer schon mal Node.js geschrieben hat, der weiß, dass das eigentlich immer so aussieht. Und dann übergibt man dort dieser Describe-Funktion eigentlich nur noch das Map-Objekt. Das ist das zentralste Open-Layers-Objekt, in dem alles andere drin ist. Und bekommt zurück eine Description, also diesen Text. Und zudem wird er auch schon hinter den Kulissen sozusagen an dieses Attribut drangesetzt. Also sowas hier, nicht die besonders schönste Karte der Welt, OSM-Karte im Hintergrund, Vektordaten obendrauf und ein WMS dazwischen, würde zu dem hier. Das würde ich jetzt nicht vorlesen. Ich behaupte auch gar nicht, dass das die bestmögliche Beschreibung ist dessen, was wir gerade vorhin gesehen haben. Sie ist auf jeden Fall schon mal reichhaltig. Also sie gibt eine Aussage dazu, was sieht man in der oberen linken Ecke, was ist im Zentrum der Karte abgebildet, also in dem Fall Hamburg. Da sind scheinbar irgendwie WMSe, die haben ja auch eine Art und Weise, sich selbst zu beschreiben. Also was ist in diesem Layer XY eigentlich drin, in dem Fall Kreise beispielsweise. Überhaupt, dass 3 Layer da sind und auch ein Vektorlayer oben drauf. Und hier ist ganz interessant, wenn wir zurückgehen, man sieht hier in diesem Vektorlayer eigentlich nur 2 Features gerendert. Eins mit einem Stern Hamburg und eins mit einem roten Kreis Bremen. Im Layer selber sind aber, ich glaube, keine Ahnung, 2000 Features. Und diese Information, dass also mehr Daten da wären, aber nur ein Teil dargestellt wird, ist ja auch schon wiederum so eine Meta-Information letztlich. Also scheinbar wird hier irgendwie klassifiziert, in dem Fall nach Bevölkerungsgröße. Das erkennt die Bibliothek nicht, aber auf jeden Fall, dass nicht alles da ist. Es gibt ganz viele Beispiele, ich werde die nicht alle durchgehen. Ich lade Sie einfach nur ein, auf diese Website zu gehen, die am Anfang verlinkt war. Nominatim wird genutzt, um aus Koordinaten natürlich Plätze zu machen. Vektorlayer habe ich gerade eben schon erwähnt. Für uns mit guter Sicht behaupte ich auf diese Karte, ist relativ gut erkennbar, was hier drauf ist. Man bekommt aber auch so ein paar kleine Statistiken auch für Layer, Vektorlayer beispielsweise. Bei WMSen kann man ganz viel machen. Das ist ein ganz langes Beispiel. Ich scrolle jetzt nicht nach unten, da werden die gesamten Metadaten des WMS auch noch angezeigt. Ich würde gerne noch hierzu was sagen. Ich habe noch 7 Sekunden auf meiner Uhr. Ich glaube,
das, was am meisten fehlt dieser Bibliothek, ist Feedback und Nutzung. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn das in Nutzung kommt und andere Leute es, wie gesagt, mir mit Feedback zurückspiegeln. Vielen Dank.